Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 12, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Ausbau des Frankfurter Flughafens ist und bleibt richtig. Arbeitsstätte wächst weiter, Terminal 3, wichtiger Impuls, Drucksache 2181 aus 19. Das wird zusammen diskutiert mit Tagesordnungspunkt 67, Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Flughafen Frankfurt ausgewogen entwickeln, Drucksache 3401 aus 19. Und als Erstes hat das Wort Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, der Frankfurter Flughafen ist ein internationaler, mit einer der wichtigsten Airports, der im Wettbewerb steht, z. B. zu Flughäfen in Istanbul oder Dubai. Meine Damen und Herren, er ist einer der Mosaiksteine eines sehr internationalen Standortes Frankfurt mit seinem Finanzplatz und mit seinem Messestandort. Der Frankfurter Flughafen ist einer der größten Arbeitgeber, auf jeden Fall die größte Arbeitsstätte in Deutschland. Über 80.000 Beschäftigte bei rund 500 Unternehmen, 37.000 Beschäftigte bei der Lufthansa AG. Die Lufthansa muss man beim Fraport immer mit erwähnen. Das ist eines oder das andere kaum denkbar. 95% der Mitarbeiter sind in tarifgebundenen Unternehmen beschäftigt, meine Damen und Herren. Wenn man sich die Entwicklung seit 1990 anschaut, es waren damals 53.000 Beschäftigte, heute über 80.000, dann ist das eine rasante Entwicklung. Diese Entwicklung, meine Damen und Herren, wird gerne einmal in Abrede gestellt, vor allen Dingen bei den Ausbaugegnern. Der Ausbau, meine Damen und Herren, ist am Ende immer eine Investition in die Infrastruktur am Flughafen, aber in die Infrastruktur an diesem Standort und damit an den Standort Hessen. Das hatten wir 2011, die Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest. Wir hatten 2012 den Flugsteig A+ am Terminal 1. Und das kann man sicherlich sagen, ob CDU, SPD oder FDP diese Investitionsmaßnahmen begleitet haben oder zu verantworten hatten. Am Ende ging es immer darum, dass der Flughafen wachsen kann, meine Damen und Herren. Denn das ist die Grundlage für wirtschaftliches Handeln und auch für die Zukunftssicherung der Arbeitsplätze. Und das ist auch beim Terminal 3 überhaupt nicht anders. Die Investition in den Terminal 3, eine der größten Investitionen in Europa, muss man sagen, dient am Ende dazu, dass der Frankfurter Flughafen weiter wachsen kann. Und wenn nicht, ja natürlich, dass er weiter wachsen kann von seinen Kapazitäten, von seinem Fluggastaufkommen. Meine Damen und Herren, und da wundert es mich dann schon, dass ein Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN jetzt hier uns auf den Tisch flattert, wo es dann heißt, dass bei der Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Terminals 3 die Landesregierung kam hier mit ihrer Sorgfaltspflicht gegenüber der Region und dem Unternehmen nach. Meine Damen und Herren, wenn Sie führenden Managern in Hessen, in Deutschland, diesen Passus vorlesen, die haben aber erhebliches Stirnrunzeln im Gesicht. Das kann ich Ihnen sagen. Antragspflicht, ja, Antrag, Sorgfaltspflicht gegenüber dem Unternehmen. Meine Damen und Herren, der Flughafen ist mittlerweile ein Dienstleistungszentrum. Die Zentrale von KPMG ist von London nach, an den Flughafen verlegt worden. Sie ist, der Flughafen ist Logistikdrehscheibe. Er entwickelt sich zu einem internationalen Standort, wo Büroflächen, Gewerbeflächen, Dienstleistungen eine Heimat gefunden haben. Und, meine Damen und Herren, damit geht ein Aufwuchs von Arbeitsplätzen her, ob das nun immer wieder infrage gestellt wird oder nicht. Das zeigen die aktuellen Zahlen von Fraport. Das ist eine Erfolgsstory, und da kann man ein bisschen stolz drauf sein. Auch die Auswirkungen davon, dass dieser Flughafen existiert,
Ich habe Ihnen den Finanzplatz und die Messe schon erwähnt, aber natürlich siedeln sich auch dadurch internationale Unternehmen an, ob das Kia, Hyundai ist, ob das Samsung ist, ob das Nestle ist. Das sind Unternehmen, die ihre Standortentscheidungen darauf ausrichten, weil sie eine internationale Fluganbindung haben. Meine Damen und Herren, es wird auch, der Ausblick ist natürlich auch positiv. Über 61 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 2,5% gegenüber den letzten zwei Jahren. 2,1 Millionen Tonnen Luftfracht und Luftpost wurden abgefertigt. Meine Damen und Herren, dieser Flughafen wird wachsen. Wer dieses Geschäftsmodell eines internationalen Kollege Lenders, kommen Sie bitte zum Schluss. Drehscheibe in Frage stellt, meine Damen und Herren, der diskutiert am Ende, dass wir keinen internationalen Flughafen mehr haben, der nicht mehr Garantie und Mosaikstein für einen internationalen Standort Frankfurt in Hessen hat, sondern der will einen nationalen Flughafen, der Arbeitsplätze gefährden wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Kasacker, CDU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ausbau des Frankfurter Flughafens ist und bleibt richtig, so lautet die Überschrift des Antrags der FDP, wohlgemerkt aus dem vergangenen Jahr. Gerade das, was Herr Lenders zum Schluss seiner Rede versucht hat, uns infrage zu stellen, zu sagen, braucht dieser Flughafen Wachstum oder jeder, der in irgendeiner Weise weitere Überlegungen anstellt, stellt dieses Wachstum infrage. Ich glaube, Herr Lenders, das ist zu kurz gesprungen, wenn die FDP diese Sichtweise anlegt. Ich will deutlich machen, dass der Frankfurter Flughafen auf der einen Seite eine ökonomische Betrachtung notwendig macht. Die haben Sie dargestellt, und viele hier im Haus werden das unterstreichen können. Aber eben auf der anderen Seite auch ein Stück weit Verantwortung gegenüber der Region als Politik hier wahrzunehmen hat. Und deshalb haben wir in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr zum Ausbau des Terminal 3, so war es im Koalitionsvertrag auch vereinbart, zunächst einmal eine Prüfung vorgenommen, nach und durch Gutachten untersuchen lassen, ob der Ausbau des Terminals 3 unbedingt notwendig ist. Und der Minister Al-Wazir hat, und es dürfte sicher kein Geheimnis sein, am Ende dieser Entscheidung mitgetragen und auch akzeptiert, dass Terminal 3 aus ökonomischer Sicht, aus Sicht des Wachstums für diesen Standort Frankfurt Rhein-Main notwendig ist und am Ende auch die Entscheidung des Unternehmens der Fraport akzeptiert. Diese steht, meine sehr geehrten Damen und Herren, überhaupt nicht in Frage. Von daher frage ich mich, warum Herr Lenders, Sie diesen Antrag heute noch einmal diskutieren. Die Fraport hat seinerzeit erneut dargelegt, dass es die Notwendigkeiten gibt, beispielsweise im Bereich des Check-ins die Kapazitäten zu erweitern. Sie haben Sicherheitspass- und Zollkontrollstellen auszubauen, um auch auf das steigende Wachstum des Flughafens oder die steigenden Fluggastzahlen reagieren zu können. Wir haben eine Veränderung des Luftverkehrs. Wir haben größere Maschinen, die abgewickelt werden müssen und die eben in Frankfurt Rhein-Main, wenn sie auf Vorfeldpositionen stehen, zu längeren Bearbeitungszeiten führen. All diese Punkte, sehr geehrter Herr Lenders, haben am Ende natürlich überzeugt, dass wir mittragen, dass die Entscheidung für das Terminal 3 für Fraport, aber auch für den Standort Frankfurt Rhein-Main, für die Wettbewerbsfähigkeit und für das Wachstum dieser Region zwingend und notwendig ist. Und deshalb gab es folgerichtig im Oktober des vergangenen Jahres auch dazu den ersten Spatenstich. Aber all dieses, Herr Lenders, ist nicht neu. Auch das, was Sie vorgetragen haben, ist nicht neu. Dass Sie diesen Antrag hier heute wieder diskutieren, hat doch nur ein Ziel. Dass Sie erneut versuchen wollen, am Beispiel des Flughafens einen Keil zwischen CDU und GRÜNE zu treiben.
Und richtig ist es, dass wir in manchen Fragen des Ausbaus des Frankfurter Flughafens auch unterschiedliche Auffassungen haben. Aber eines, und da sind wir uns einig, sehr geehrter Herr Rentsch, wir wollen keinen Ausbau gegen die Interessen der Region. Und deshalb haben wir neben der ökonomischen Betrachtung dieses Wachstums eben auch ein Ringen, ein Suchen nach Möglichkeiten und Maßnahmen, wie wir die Belastungen reduzieren können, wie wir Belastungen mindern können durch technische Maßnahmen. Beispielsweise wir haben die Allianz für Lärmschutz des Jahres 2012 weiter unterstützt. Wir haben mit den lärmabhängigen Landeentgelten in Frankfurt ja ein sehr effektives System, um den Lärm zu mindern. Wir haben mit den Lärmpausen ein Erfolgsmodell eingeführt, und das ist unstreitig. Inzwischen ist es ja in den Regelbetrieb übergegangen. Wir haben durch diese Lärmpausen zu 89% am Morgen und zu 96% konnten sie verwirklicht werden, aber um etwa 10 dB den Lärm reduzieren können. Und jeder, der sich mit der Frage Lärm auseinandersetzt, weiß, wie groß das oder wie groß dieser Effekt ist, von welcher Bedeutung. Oder wir haben beispielsweise durch die Unterstützung der Umrüstung der A320-Flotte bei einem Großteil der Flugzeuge, insbesondere der Lufthansa-Maschinen, hier deutliche Verbesserungen und Reduzierungen des Lärms erreichen können. Und wir haben in Hessen gemeinsam mit den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes, die am Ende die Einbeziehung der Bevölkerung bei der Festlegung von Flugrouten mehr Gewicht und mehr Einfluss verleihen soll. All diese Maßnahmen, meine Damen und Herren, sollen am Ende auch einmünden in die sogenannte Lärmobergrenze. Hier haben wir in diesem Jahr noch zu erwarten, dass Minister Al-Wazir uns ein entsprechendes Konzept vorlegt. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Konzept mit den Lärmobergrenzen unterhalb der Feststellung des Plan oder innerhalb der Festlegung des Planfeststellungsbeschlusses liegen wird. Und damit wieder ein Kollege Schritt mehr, Kassert, kommen Sie bitte zum Schluss. Zu Ende, ein Schritt mehr zur Verbesserung der Situation hier in Frankfurt-Rhein-Main ist. Für uns bedeutet Flughafen eben nicht nur Wirtschaftsmotor, der für Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand sorgt, sondern eben auch Verantwortung dafür, dass es nicht nur ökonomisches Wachstum geben soll, sondern dass die Menschen hier auch auf Lebensqualität, Erholung und auf Lärmminderung vertrauen dürfen bei dieser Regierung. Und dazu leistet der FDP-Antrag leider keinen Beitrag. Vielen Dank. Danke schön. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! DIE LINKE vertritt in Bezug auf Terminal 3 und den Flughafenausbau ja bekanntermaßen eine klare Position. Wir lehnen den Bau von Terminal 3 ab, weil der Flughafen inmitten eines Ballungsgebietes liegt und die Grenze der Belastbarkeit lange überschritten ist. Für uns steht die Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen an erster Stelle. Und deshalb will ich mir auch gar nicht den Kopf darüber verbrechen, wie Fraport seine Kapazitäten weiter steigern kann, weil ich der Meinung bin, dass diese Region nicht noch mehr Flugbewegungen verkraftet. Im Gegenteil, die Zahl der Flugbewegungen muss reduziert und gedeckelt werden. Dennoch lohnt es sich, sich auch einmal die betriebswirtschaftliche Seite anzuschauen, weil sich Widersprüche auftun, vor allem bei den Gutachten, die Fraport vorgelegt hat zur Bedarfsprüfung durch das Verkehrsministerium. Sie wollten ja damit die Notwendigkeit des Baus von Terminal 3 belegen. Und diese Gutachten liefern ziemlich erstaunliche Zahlen. Und vor allem liefern sie Zahlen, die den Zahlen, die dem Planfeststellungsbeschluss von 2007 zugrunde liegen, völlig widersprechen. Das ist übrigens das gleiche Unternehmen, das damals auch die Prognosen gemacht hat. Und die Prognose zum Passagieraufkommen im Jahr 2020, damals im Jahr 2007 beim Planfeststellungsbeschluss, hat ja Fraport die Zahl von 88 Millionen genannt. Nach den jetzigen Intraplan-Gutachten sind es 71 Millionen, also 20% weniger. Oder nehmen wir die Prognose zu den Flugbewegungen. Da war 2007 noch die Rede von 701.000 im Jahr 2020. Aktuell ist die Rede von 526.000, also 25% weniger. Und ich finde, dass diese Zahlen ja schon zeigen, dass die Zahlen, die dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde liegen, völlige Fantasie waren, völlig an der Realität vorbeigingen. Und auch wenn wir uns den Flugzeugmix anschauen,
Auch da gibt es offene Fragen und Widersprüche. Weil die Argumentation von Fraport ist ja, dass man mehr Gebäudepositionen für Großraumflugzeuge bräuchte, die sogenannten White Bodies. Und weil sonst immer mehr Fluggäste per Bus vom Rollfeld zum Terminal gefahren werden müsste. Und Herr Kasseckert hat ja eben diese Argumentation von Fraport auch eins zu eins hier wiedergegeben. Wir sind dem ja einmal auf den Grund gegangen und haben eine kleine Anfrage gemacht ans Verkehrsministerium. Und der Antwort ist zu entnehmen, dass die Prognose im Planfeststellungsbeschluss war, dass im Jahr 2020 die Flugzeuge der Gewichtsklasse Heavy und Super Heavy ungefähr 36% betragen werden. Mittlerweile ist ja 2020 nicht mehr ganz so weit weg, und aktuell haben wir einen Wert von ungefähr 23,5%. Und dieser Wert ist in den letzten Jahren sogar rückläufig gewesen. Die ganze Argumentation, die Fraport bringt, hält den Zahlen ihres eigenen Verkehrsministers überhaupt nicht stand. Interessant, wenn man dem mal auf den Grund steckt. Ja, aber ich meine, wenn Sie kleine Anfragen unterschreiben, Herr Al-Wazir, dann darf ich das schon noch einmal als Ihre Antwort bezeichnen, woher Sie Ihre Zahlen nehmen und inwieweit Sie prüfen, was die Fraport Ihnen erzählt. Wenn Sie es unterschreiben, dann ist es Ihre Antwort, Punkt aus Ende. Also, so ist es halt nur. Ne? Und auch zur Nutzung der Flugsteige hat DIE LINKE eine Anfrage gemacht. Und auch hier andere Zahlen als Fraport. Als Fraport das angegeben hat, trotz steigender Fluggastzahlen werden weniger Passagierflüge über eine Vorfeldposition abgefertigt. Auch das geht aus der Antwort des Hessischen Verkehrsministeriums hervor. Und bei den Arbeitsplätzen haben wir eine ganz ähnliche Entwicklung. Auch da ist ja nur die Zahl der Arbeitsplätze, die versprochen wurde, auch nicht eingetreten. Nun hat das grün geführte Ministerium ja diese Bedarfsprüfungen gemacht. Das hat das Land Hessen 100.000 € gekostet und die Fraport ein Schulterzucken. Das Terminal 3 wird nämlich trotzdem gebaut, und trotzdem spricht Schwarz-Grün vom Lärmschutz, was einfach absurd ist. Weil wenn man die Kapazitäten erhöht, um mehr Flugbewegungen zu haben, dann braucht man nicht von Lärmschutz zu reden, weil mehr Flugbewegungen bedeuten eben mehr Lärm, meine Damen und Herren. Und deshalb finde ich schon bemerkenswert, ich habe mir den Antrag von CDU und GRÜNEN angeschaut, der heute vorliegt. Und ich finde das schon bemerkenswert, was hier drin steht. Also, dass die GRÜNEN einmal formulieren würden, aus diesem Grund kann die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit nicht einziger Maßstab für die Politik sein. Nicht einziger Maßstab. In Zeiten, in denen der Standortfaktor Lebensqualität ebenso wichtig ist wie eine globale Erreichbarkeit. Also, Entschuldigung, merken Sie noch was? Für wen machen Sie eigentlich Politik? Also, erstens ist die Frage, dass das nicht der einzige Maßstab sein kann. Entschuldigung, also Lebensqualität ist kein Standortfaktor. Lebensqualität, da haben die Anwohner ein Recht darauf, auf Lärmschutz, auf Schutz ihrer Gesundheit. Und da frage ich mich schon, warum die GRÜNEN so etwas hier formulieren bzw. so etwas mit hier einbringen. Für uns bleibt es klar, natürlich war es sinnlos, die Nordwestlandebahn zu bauen ohne das Terminal 3. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass das Terminal 3 gebaut werden muss. Man kann aber auch den Schluss ziehen, dass man die Nordwestlandebahn stilllegen muss. Und deshalb bleiben wir bei unserer Forderung nach einem 8-stündigen Nachtflugverbot statt Lärmpausen, was nichts anderes als Lärmverschiebungen bedeutet. Kollegin Wissler, kommen Sie bitte zum Schluss. Und deswegen, vielen Dank, Frau Präsidentin, bleiben wir bei unserer Position. 8-stündiges Nachtflugverbot, kein weiterer Ausbau des Flughafens, Begrenzung der Flugbewegung. Und was wir brauchen, ist ein europaweites Flughafenkonzept, damit nicht überall Flughäfen ausgebaut werden, riesige Überkapazitäten entstehen und Anwohner Lärm und Schadstoffen ausgesetzt sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Kaufmann, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kollegin Wissler, auch wenn Sie sich relativ stark echauffiert haben, um erneut über unseren Koalitionsvertrag zwischen CDU und GRÜNEN sich hier aufzuregen. Es bleibt dabei, das, was wir dort geschrieben haben, das machen wir auch. Und insoweit sind die Formulierungen im Antrag sinngleich den Formulierungen, über die Sie sich schon ein paar Mal aufgeregt haben. Es ist ja überhaupt heute in diesem Tagesordnungspunkt offensichtlich der Ansatz des Da Capo. Zum dritten Mal kommt die FDP mit einem Antrag. Diesmal wurde er noch 10 Monate lang abgelagert, bevor er dann hier endlich aufgerufen werden konnte. Und zum dritten Mal, das waren die Drucksachen 968, 1857 und jetzt 2182, geht es immer irgendwie um Terminal 3.
Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen von der FDP, herzlichen Glückwunsch. Immerhin beim Terminal 3 haben Sie innerhalb von 18 Monaten Ihre Meinung ausnahmsweise mal nicht geändert, anders als bei der Windkraft zum Beispiel. Die FDP verfolgt die Verschwörungstheorie, dass CDU und Grüne den Flughafen und danach trachten wollten, den Flughafen zu schädigen. Deswegen gibt es eine Formulierung, jetzt keine Maßnahmen ergreifen, die die Wettbewerbsposition des Flughafens weiterhin schwächen. Letztes Jahr hieß es, wir sollen den Flughafen in seiner Entwicklung nicht weiterhin schaden. Und im Herbst 2014 hieß es, Schwarz-Grün gefährde den Flughafen in seiner Entwicklung und setze Arbeitsplätze aufs Spiel. Ich darf feststellen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die FDP hat zumindest in 18 Monaten nichts dazugelernt und ist noch nicht einmal in der Lage, die Geschäftsberichte von Fraport zu lesen. Deswegen erlaube ich mir die Frage in Ihre Richtung, Kollege Rentsch, wo liegt eigentlich Ihr Realitätsbezug in diesen Dingen? Wie kommen Sie eigentlich auf den Unsinn, den Sie uns immer wieder hier erzählen? Übermorgen, das wissen vielleicht manche, ist die diesjährige Hauptversammlung von Fraport, und da kommen wieder positive Ergebnisse der Geschäftstätigkeit auf den Tisch. Der Vorstandsvorsitzende hatte heute ein größeres Interview in der Börsenzeitung. Vielleicht hat es der eine oder andere gelesen. Die Umsatzerlöse um 8,5 % gestiegen, das Konzernergebnis um 18 % gestiegen, und die Dividende, die letztes Jahr erhöht wurde, bleibt weiterhin auf Rekordhöhe. Also, meine Damen und Herren, alles das, was der Kollege Lenders hier angedeutet hat, entspricht zumindest überhaupt nicht den Realitäten. Deswegen fragt man sich, warum hat die FDP eigentlich diese krokodilstränige Fürsorge für Fraport hier immer wieder zelebriert. Die haben es nämlich wirklich nicht nötig. Und auf Sie brauchen Sie nur gar nicht zu warten, verehrter Kollege Rentsch. Fraport ist wirtschaftlich erfolgreich. Fraport will und soll sich auch an der Belastungsreduzierung beteiligen und dort ebenfalls weitere Erfolge erarbeiten. Und genau das sind die beiden Punkte, die ja natürlich in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander stehen und genau deshalb von uns beide auch im Koalitionsvertrag so festgehalten wurden. Es geht darum, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und die Belastungen rasch wirksam zu verringern. Meine Damen und Herren, deswegen, weil die FDP jetzt erneut mit diesen, ich hätte fast gesagt, alten Kamellen hier kommt, darf man doch einmal die Frage stellen, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wo stehen Sie im Thema Fluglärmbelastung eigentlich? Also, heute wurde die Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz in einer sogenannten Ampelkoalition erneut gewählt. Dazu gehört eine Koalitionsvereinbarung, auch von der FDP unterschrieben. Und dort steht unter anderem in dieser Vereinbarung, die die FDP unterschrieben hat, Sie stehen an der Seite der Bürgerinitiativen. Die Koalition links des Rheins will Lärmobergrenzen, und sie will eine gesetzliche Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr und mehr Schutz vor Fluglärm. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege Rentsch. Wie schön wäre es doch, wenn Sie das hier auch propagieren würden. Dann bräuchten wir nicht immer diese unsinnigen Debatten zu führen. Die FDP Rheinland-Pfalz hat genau das politisch vereinbart, was die FDP Hessen als Schwächung der Wettbewerbsposition des Flughafens Frankfurt bezeichnet. Meine Damen und Herren, vielleicht, Kolleginnen und Kollegen von der FDP, führen Sie doch zunächst einmal eine innerparteiliche Diskussion über diese Frage und belästigen Sie uns nicht mit Anträgen dieser Art hier im Plenum. Was für uns, für die Koalition von CDU und GRÜNEN gilt, das steht im Koalitionsvertrag und darüber hinaus in dem Antrag, der Ihnen heute vorliegt. Die Ziffer 3 stellt genau fest, dass der Erfolg des Flughafens in der Region nicht nur aus Arbeitsplätzen, Passagierzahlen und Flugbewegungen sich bemisst, sondern dass auch die Verminderung der Lärm- und Umweltbelastung wichtig ist für den Erfolg und dass wir genau eine ausgewogene Entwicklung gemeinsam wollen. Dafür steht Schwarz-Grün. Wo die FDP steht, weiß keiner, ist mir im Übrigen auch egal. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Weiß, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kaufmann, also,
an der einen oder anderen Stelle Ihrer Rede musste ich mich gerade ganz ernsthaft kneifen, wenn ich mich da an frühere Reden von Ihnen erinnere. Das ist schon unglaublich. Ja, das ist schon unglaublich. Ich hatte das mit Bündnis 90 die Schwarzen hatte ich eigentlich mal als Scherz gemeint hier von diesem Pult aus, dass das in diesem Fall wie Ihnen so schnell Realität wird, hätte ich nicht gedacht. Und dass ausgerechnet Sie sich über Meinungsänderungen der FDP zum Thema Terminal 3 hier echauffieren. Mutig, also mindestens mal mutig, Herr Kaufmann. Mindestens mal mutig, Herr Kaufmann. Also ich kann Ihnen sagen, auch wenn der Antrag der FDP-Fraktion hier schon 10 Monate alt ist, die Halbwertszeit von FDP-Anträgen zum Terminal 3 ist immer noch länger als die der Wahlversprechen des Ministers dazu. Ja, das wollen wir. Und Herr Minister Al-Wazir, das müssen Sie sich natürlich anhören, gerade beim Thema Terminal 3. Mit mir wird es kein Terminal 3 geben. So, ja, das ist vor der Wahl, so war das. Günter Rudolph hat gestern, Sie waren ja gestern leider nicht da, Herr Minister, da darf ich den Kollegen Günter Rudolph noch einmal zitieren. Was Sie gestern leider nicht mitbekommen haben, hat der Kollege Günter Rudolph Sie zitiert vom Jahr 2013, vom Beamtentag in Fulda, was Sie da alles versprochen haben. Rückkehr 40-Stunden-Woche, Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der Länder, Beamtenrecht folgt Tarifrecht. Manchmal wird man halt an seine Wahlversprechen erinnert, Herr Minister Al-Wazir. Manchmal wird man daran erinnert. Es ist schon interessant, und von daher ist es ja ganz gut, dass wir hier durch den Antrag der FDP noch einmal die Gelegenheit haben, auch aufzuzeigen, wie der Wirtschaftsminister in diesem Land mit Investitionen umgeht und wie er mit Transparenz umgeht, wie er mit demokratischen Gepflogenheiten umgeht. Ich erinnere daran, dass wir hier einen Antrag hatten, in diesem Landtag eine Anhörung zu machen zum Terminal 3. Bündnis 90, die Schwarzen haben das abgelehnt. Stattdessen gab es Gutachten. 100.000 € sind rausgeblasen worden, rein zur Befriedigung der grünen Funktionärskader. Es gab überhaupt keinen Sinn dafür. 100.000 €, da muss der Aufsichtsrat Kaufmann 2 Jahre verarbeiten. Beim Spatenstich bleibt er weg. Bei vielen anderen Investitionen in den Luftverkehrsstandort Hessen. Ich erinnere an die Investition Lufthansa Technik, z.B. 60 Millionen € Investment in Frankfurt. Überhaupt kein Vertreter dieser Landesregierung anwesend. Da kann man ungefähr sehen, welchen Standort und welche Relevanz die Luftverkehrswirtschaft in dieser Landesregierung hat. Und jetzt, wo die Entscheidung zum Terminal 3 gefallen ist, da versucht das auf die andere Art und Weise, das Ganze zu hintertreiben. Ich habe ein Interview gelesen von dem Sprecher des Ministers im Januar in der Frankfurter Rundschau zum Thema S-Bahn-Anbindung Terminal 3. Spielt für diese Landesregierung überhaupt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Das Terminal 3 braucht die S-Bahn-Anbindung. Das fordert der Fahrgastverband, das fordert der RMV, das fordert die hessische Wirtschaft. Nur die hessische Landesregierung, der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister fordert das nicht, spielt keine Rolle dabei. Das ist eigentlich äußerst schade. Sie hätten die Gelegenheit, auch wenn die Anbindung zum T3 nicht im Bundesverkehrswegeplan enthalten ist, die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim ist es aber schon. Und mit der Umsetzung hätten Sie auch die Möglichkeit, die Erschließung des T3 über eine S-Bahn zu erledigen. Aber auch hier gibt es keinerlei Initiative von Ihnen. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade und eigentlich eines Wirtschafts- und Verkehrsministers nicht würdig. Man könnte noch eine ganze Menge andere Sachen hier sagen, zum Beispiel was den Umgang mit der Mitarbeitervertretung angeht in Ihrem Ministerium. Vielleicht gibt es eine andere Gelegenheit dazu, das hier noch einmal zu erwähnen. Zum Terminal 3. Der Bedarf ist da. Der Bedarf ist da. Die Prognosen sind auf 2021 gerichtet. Die Prognose von Fraport für 2016 ist 1 bis 3 % Wachstum bei den Passagieren.
In den ersten vier Monaten gab es ein Passagierwachstum von 1,6 %. Das heißt, die Zahlen zeigen das auch, dass der Bedarf da ist. Und dass es hier einen Dissens gibt zwischen CDU und GRÜNEN, das ist ja nichts Neues. Ich hätte eigentlich erwartet, dass mit dem Antrag, der hier vorliegt, auch noch... Kollege Weiß, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Noch ein zusätzlicher Punkt vorliegt, dass auch hier der Landtag zur Kenntnis nehmen darf, dass da ein Dissens besteht. Das haben Sie sich jetzt hier gespart. Es besteht auch ein Dissens zwischen der FDP und dem Minister. Auch das ist hier jetzt offenkundig geworden. Lieber Kollege Lenders, ich glaube, ihr kommt da nicht mehr zusammen mit dem Minister Al-Wazir. Aber es herrscht da wahrscheinlich einfach keine Ebenenadäquanz. Ihr haltet euch für die Beta-Partei, er hält sich für den Alpha-Minister. Das kommt da einfach nicht zusammen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hoffe, dass sich der Kollege Weiß nicht für den Omega-Abgeordneten hält. Aber da wir inzwischen offensichtlich bei diesem Tagesordnungspunkt jeder über alles redet, darf ich an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, lieber Kollege Weiß, ich habe gestern dem Kollegen Günther Rudolph zugehört. Weil in diesem Landtag gibt es ja genügend Lautsprecher, also auch außerhalb des Plenarsaals. Und ich habe mich sehr genau erinnert an die Veranstaltung des Beamtenbunds in Fulda. Ich glaube, das ist dieses Hotel in der Nähe des Bahnhofs, wenn ich mich richtig erinnere, da unten. Und ich weiß noch, was der Kollege Rudolph damals allen versprochen hat. Und ich weiß, Achtung, genau das ist es, Kollegin Waschke. Und ich weiß noch, dass ich beim Rausgehen zu ihm sagte, sag mal, Günther, was versprichst du denn alles? Willst du nicht regieren? Und deswegen habe ich ihm gestern gesagt, ich hätte jetzt gerne mal, dass er mir die CD, mit der er immer so wedelt, gibt. Und dann hören wir uns beides mal an, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und das Zweite ist, lieber Günther Rudolph, lieber Marius Weiß, es gehört ja zu diesen komischen Gepflogenheiten hier in diesem Landtag ganz offensichtlich, dass man an dieser Stelle über ganz vieles redet, aber sich nicht daran erinnert, was man eigentlich einmal als eigene Haltung vertreten hat. Und ich finde das sehr komisch. Genau. Ich finde das sehr komisch. Wissen Sie, Herr Kollege Weiß, wenn Sie gerade ansprechen, dass das Terminal 3 keine S-Bahn-Anbindung hat, dann will ich darauf hinweisen, dass meine Partei und ich als Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN, als wir über den Planfeststellungsbeschluss zum Terminal 3 und zur Nordwestbahn geredet haben, hier genau dieses Thema angesprochen haben. Genau dieses Thema. Und dass die SPD gesagt hat, dass sie hinter diesem Planfeststellungsbeschluss steht. Und es gibt einen Grund, warum es diese S-Bahn-Anbindung nicht gibt und warum dieser Planfeststellungsbeschluss am 18.12.2007 von Alois Riehl unterschrieben worden ist, in Alleinregierung der CDU, von FDP und SPD unterstützt worden ist und keine S-Bahn-Anbindung enthielt, weil es nämlich die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim noch nicht gibt und weil die Riedbahn keinen einzigen zusätzlichen Zug verträgt. Deswegen hat man die ÖPNV-Anbindung irgendwie über eine Busverbindung von Zeppelinheim zum Terminal 3 dargestellt. Planerisch. Das ist der Grund, dass man jetzt mich dafür kritisiert, dass ein Planfeststellungsbeschluss, den man selbst unterstützt hat, diese S-Bahn-Anbindung nicht erhält. Das finde ich ein bisschen komisch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweiter Punkt. Wenn Sie mich dafür kritisieren, dass ich jetzt die Lärmpausen umsetze und sich darüber lustig machen, obwohl die SPD als einzige Partei von denen, die hier im Landtag vertreten ist, in ihrem eigenen Wahlprogramm die Lärmpausen drin hat, dann lasse ich mich gerne dafür kritisieren, Herr Kollege Weiß. Aber es steigert nicht Ihre Glaubwürdigkeit. So, und jetzt zum Antrag. Manche Sachen werden bei beharrlicher Wiederholung nicht besser. Ich habe nicht so viel Ahnung von Fleisch wie der Kollege Boddenberger, aber ich dachte eigentlich, wenn man Fleisch abhängt, wird es besser. Für Anträge der FDP gilt es nicht. Sie haben den Antrag, den wir hier debattieren, am
im Juli letzten Jahres eingebracht. Angeblich ist Ihnen dieses Thema so unglaublich wichtig. Der Kollege Rock hat seit letzten Juli ungefähr 17 Mal hier von diesem Pult aus gegen Windmühlen gekämpft. Aber die Flughafenfrage war Ihnen nicht so wichtig, dass Sie diesen Punkt ein einziges Mal zum Thema eines Setzpunktes oder einer Aktuellen Stunde gemacht hätten. Auch das zeigt, dass hier ziemlich viel Unsinn erzählt worden ist, wenn ich das einmal so sagen darf. Ich will Ihnen ausdrücklich sagen, die Landesregierung nimmt ihre Verantwortung wahr. Sie prüft, sie bewertet, sie entscheidet bzw. sie empfiehlt. Das ist auch beim Flughafen so. Und, Herr Kollege Lenders, es ist kein Sakrileg, sondern es ist geradezu geboten, wenn man der größte Anteilseigner ist. Ich glaube, dass diese Pflicht der Landesregierung sowohl die ökonomische Entwicklung des Flughafens wie die Auswirkungen auf die Region betrifft. Die wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Bedeutung des Flughafens ist unbestritten. Die Landesregierung ist sich der Bedeutung des Frankfurter Flughafens als Standortfaktor für die Region, für Hessen und für weite Teile Deutschlands bewusst. Aber, Herr Kollege Lenders, ist denn jede Lärmschutzmaßnahme aus Ihrer Sicht eine Katastrophe? Ich frage Sie das einmal. Was wollen Sie denn sagen, dass man bei allem, was man da offensichtlich verändert, aus Ihrer Sicht den Flughafen in seinem Bestand gefährdet? Meinen Sie das wirklich? Wollen Sie wirklich sagen, dass jede Maßnahme zum besseren Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm, jede Verbesserung der Verträglichkeit des Flughafens, jede Maßnahme für mehr Transparenz, dass man die nicht machen darf, getreu dem Motto, wer Arbeitsplätze schafft, darf alles? Nein, auch das ist nicht die Haltung der Landesministerin. Herr Staatsminister, ich weise auf die Redezeit der Fraktionen hin. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, und deswegen darf ich noch etwas in Erinnerung rufen. Florian Rentsch hat im Dezember 2011 der FAZ Folgendes gesagt. Die Lärmbelastung in der Rhein-Main-Region nach dem Ausbau des Frankfurter Flughafens ist inakzeptabel. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Sehen Sie, und ich habe das auch gesagt, der Unterschied ist, ich versuche jetzt, die Lärmbelastung der Region zu reduzieren, und Sie kritisieren jede Maßnahme. Denken Sie darüber nach, wer glaubwürdig ist und wer nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wir fühlen uns diesem Ausgleich der wirtschaftlichen Interessen und den Interessen der Bewohnerinnen und der Region verpflichtet. Ja, der Planfeststellungsbeschluss ist die Grundlage aller weiteren Überlegungen. Ja, das steht ebenso im Koalitionsvertrag. Aber es ist so, ausdrücklich, der Planfeststellungsbeschluss ist die Grundlage. Aber wir wären schlecht beraten, würden wir nicht das heute Mögliche und auf der Grundlage der Planfeststellung Zulässige anstreben, um die Lärmbelastung weiter zu senken. Und das ist viel. Das ist die Ausschöpfung des Potenzials lärmabhängiger Flughafenentgelte. Das ist natürlich auch die Umsetzung der Lärmpausen in den Regelbetrieb, was Ende des Monats passieren wird. Wir arbeiten an einem Vorschlag zur Lärmobergrenze. Das ist vielleicht von außen wenig spektakulär, aber es lohnt sich, es wird sich lohnen, und es wird sich am Ende auch durchsetzen. In diesem Sinne danke ich dafür, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, darauf hinzuweisen. Danke sehr. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Herr Staatsminister Al-Wazir eine durchaus immer wieder eine etwas schnoddrige Art hat, hier als Staatsminister ans Mikrofon zu treten, um durchaus das Parlament hier und die Opposition zu kritisieren, von wegen abgehängt, Fleisch, Anträge. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir uns erst einmal ein bisschen daran gewöhnen müssen. Ich bin seit 2008 in diesem Landtag. Dass wir hier Anträge, ganz normale Anträge diskutieren können, selbst das große Anfragen es schaffen, auf die Tagesordnung zu kommen, habe ich in dieser ganzen Zeit noch nicht erlebt. Und man muss sich ernsthaft einmal fragen, Sie können es jetzt gerne kritisieren, dass dieser Antrag schon, ich sage mal, etwas länger im Geschäftsgang ist.
Aber dass der das schafft, hier debattiert zu werden, ich finde das grundsätzlich gut als Parlamentarier, ist aber doch ein Ausdruck dessen, dass die Gemeinsamkeiten dieser Landesregierung schon längst am Ende sind. Die Initiativen von Ihnen kommen doch schon überhaupt nicht mehr. Dass CDU und GRÜNE am Ende keine Inhalte mehr haben, keine Gesetzesinitiativen mehr haben, dass sie keine Fantasie mehr haben, wie dieses Land weiter regiert werden soll, ist doch Ausdruck dieser Arbeit hier in diesem Parlament. Deswegen können wir heute Anträge, ganz normale Anträge, diskutieren und nicht, weil sie sich überlebt haben. Das war das Staatsziel. Das war Ihr Ziel, Herr Bellino. Das glaube ich gerne. Das glaube ich gerne, wenn das das Ziel war. Also jeder, der hier im Parlament ist, und Herr Kollege Bellino, wir sind ja zur fortgeschrittenen Stunde, dass man das vielleicht einfach einmal erwähnen darf, dass es einem ganz normalen Abgeordneten mittlerweile auffällt, wie diese Landesregierung arbeitet bzw. nicht arbeitet. Das andere ist, Herr Kaufmann, es bleibt einem schon teilweise die Spucke weg, wie Sie hier über Kollegen hergehen, die am Ende eine sachliche Diskussion wollen. Und, Herr Kaufmann, nicht alles, was die FDP hier bringt, bezieht sich unmittelbar auf Sie. Es könnte durchaus sein, dass wenn wir sagen, wenn ich sage, dass diejenigen, die das Geschäftsmodell am Frankfurter Flughafen in Frage stellen, dass es mittlerweile die GRÜNEN weit davon weg sind. Die GRÜNEN waren das einmal. Aber das Geschäftsmodell wird vor allen Dingen von den Ausbaugegnern infrage gestellt. Und deswegen müssen wir das diskutieren. Was passiert inhaltlich, fachlich, wenn man der Argumentation der Ausbaugegner folgen würde? Wie sieht diese Alternative aus? Und das habe ich versucht zu skizzieren. Sie haben dann eben keinen internationalen Flughafen mehr, der Teil eines Gesamtkonzeptes innerhalb eines internationalen Standortes Hessen-Frankfurt ist, sondern es wäre ein reiner provinzieller Flughafen, nicht mehr und nicht weniger. Und das können wir und müssen wir hier im Parlament diskutieren. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 12 und 67 beendet und die Anträge 2182 aus 19 34 01 aus 19 werden in den BVA überwiesen.